Hi, ich bin Fabian, der Spielleiter, und neben mir ist die Sandra. Hi. Und der Philipp. Und wir sind heute in unserem letzten und finalen Teil von unserer Top 20 mit dem Update in 2020 mit den Plätzen 5 bis 1. Und was sich da alles befindet, das gibt es jetzt gleich nach dem Intro. So, die Plätze 5 bis 1, also da wirklich die Creme de la Creme unserer Lieblingsspiele. Und da hat sich schon noch mal ein bisschen was getan, bei mir zumindest. Ich gehe einfach mal davon aus, dass sich bei euch auch einiges mitgetan hat. Und wir haben euch ja in der letzten Folge ein bisschen dazu aufgefordert, zu erraten, was wir dort für Spiele vielleicht noch da bei uns jetzt mit haben. Und wir haben jetzt das Video direkt nach dem dritten Teil gedreht, deswegen wissen es wir nicht ganz genau, aber ich denke mal, ihr habt schon recht gut getippt mit vielleicht. Und ja, ich würde sagen, fangen wir doch direkt an jetzt mit Platz 5 bei der Sandra. Bei mir, okay, das ist ein Neueinsteiger. Kickstarter. So hoch neu eingestiegen. Der erste Kickstarter, den wir gebackt haben. Oha, und das, denke mal, ist ich total einfach. Ja. Semi-kooperativ, man hat versteckte Ziele und es ist ein modulares Board letztendlich, was wir aufbauen. Es ist Nemesis. Ja. Und ach so. Wir haben das super, cool. Ja, wir haben das dreimal, viermal? Ja, fünfmal. Fünfmal sogar schon gespielt. Also wir haben es relativ oft gespielt, ja, stimmt. Ja, letztendlich schönes Spiel. Ich finde natürlich die Stimmung am Tisch macht sehr viel aus. Natürlich auch die Leute, mit denen man es spielt, das ist auch sehr ausschlaggebend. Aber an sich finde ich das total klasse. Ja, möchte derjenige gerade Spieler für die Gruppe, gegen die Gruppe? Hat er denn wirklich jetzt geguckt, ob alle Triebwerke richtig sind und so weiter? Fahren wir denn auch in die richtige Richtung? Und dann noch zusätzlich Setting oder was meinst du? Ja, schneid es mal raus. Auch zusätzlich zu diesem Setting, was man dann am Tisch spürt, kommen dann noch Aliens dazu. Also richtig krass, also mit Gruselfaktor noch dazu und man kann eigentlich gar nicht kämpfen, man hat nicht wirklich viel, was man dagegen machen kann und ich liebe dieses Spiel. Also ich spiele das super gerne mit Freunden, wir haben das sogar auch mit Spielneulingen gespielt, also das muss man auch mal sagen und okay. Das hat auch gut funktioniert. Naja, also klar ist jemand gleich gestorben, weil er schnetzeln wollte in irgendeinem Sinn, aber dann gibt es ja die Möglichkeit, dass er dann den Bösen spielt und da hat er auch sein... Da war's aus mit uns. Da waren wir schnell durch, aber es war auch eine sehr interessante Spielerfahrung, auch mal mit Nichtspieler das zu spielen. Magst du Alien, die Filme? Also Nein. Hast du die gesehen? Nein. Du hast nicht gesehen, okay. Nein. Weil hätte ich vielleicht jetzt so erwartet, weil ja, du eben halt so dieses Setting so ansprichst, ja, dann vielleicht andersrum. Also, weil man könnte sich ja vielleicht so denken, okay, man mag Alien die Filme und spielt deswegen Nemesis gerne, aber vielleicht auch andersrum. Dann guck mal genau. Alien, weil richtig. Das ist eigentlich Alien das Brettspiel, muss ich sagen. Ja. Also dieses, ja? Okay. Dieses beklemmende, bedrückende Gefühl das mit diesem... Die in dich reinkriechen. Ja, ja, und halt auch immer, dass man so Lärm macht und so ganz vorsichtig sein muss. Also ich habe quasi, wo ich das gerade erzähle, dieses Piepen aus dem zweiten Teil im Ohr, wo die in diesem Bunker waren. Also dieser grandioser Film. Gut, also guck ich mal an. Teil 1 natürlich auch, ja. Genau, nein. Gut, hat man schon bei Philipp mitgehabt. Hat sich jetzt seitdem bei mir zumindest nichts weiter zu geändert, haben wir nicht nochmal gespielt. Müssten wir nochmal spielen, um ganz einfach vielleicht auch, damit ich diesen semi-kooperativen Aspekt von dem Spiel vielleicht noch ein bisschen besser kenne. Gerne auch mal zu viert. Ja. Vielleicht müssten wir mal wieder eine längere Session mit so ein paar Viermann-Spielen auspacken, da könnten wir auch Nemesis nochmal mit draufholen. Ja. Cool. Okay. Gut, wir sind bei meinem Platz 5, der ist um einen Platz nach oben gewandert. Na dann. Der war nämlich letztes Jahr auf der 6 gewesen. Und warum ist er nach oben gewandert? Ganz einfach, weil ich habe ihn ein paar Mal gespielt, jetzt mit meiner Frau. Und das in einer kooperativen Variante, die habe ich zuvor noch nicht gespielt. Eigentlich war das so ein bisschen in Vorbereitung darauf, dass ich das mit meiner Frau dann auch mal mit euch spielen kann. Und ist jetzt leider noch nicht dazu gekommen. Imperial. Die Rede ist von Imperial Assault, genau. Und ja, dadurch bin ich ganz einfach mal wieder in dieses Spiel reingekommen, reingeschlüpft, dort gespielt und habe ganz einfach auch wieder gemerkt, wie cool es ist. Habe allerdings auch gemerkt, wie sehr ich es vermisse, doch mit menschlichen Gegnern zu spielen. Also dieses kooperative, appgesteuerte
ist mal ganz nett, wenn man vielleicht irgendwie so nicht jetzt irgendwie einen Overlord hat oder so, der dort spielen möchte oder so. Ist okay, da hat man schon ein bisschen Feeling mit dabei, aber es macht ganz einfach halt doch einen Unterschied aus, wenn es einen richtigen Spieler gibt, der eben das Imperium dort steuert. Und ja, deswegen trotzdem ein richtig cooles Spiel. Fand es cool, dass ich mal wieder alles ein bisschen auf den Tisch gebracht habe. Und deswegen ist es eben, vor allen Dingen, weil sich oben ein bisschen was verschoben hat, auch dann um einen Platz nach oben gestiegen. Okay. Ja. Schön. Wollten wir ja nochmal spielen. Muss ja eigentlich irgendwie nochmal klappen. Ja, meine Frau fand es eigentlich ganz gut. Also, es, sag ich mal, ist von Partie zu Partie hat ihr es besser gefallen. Aber irgendwie kam es jetzt dann doch noch nicht dazu. Aber mal gucken, ist ja vielleicht noch irgendwie Hoffnung da. Die letzte Hoffnung. Das spielen wir dann einfach zu dritt gegen dich. Das ja, ne, ja. Schlägt ja, habe ich mich schon, hab ich mich schon drauf eingestellt cool. eigentlich. Ja. Also, würde ich gerne machen. Ja. Cool. Schön. Na gut. Dann. Mein Platz 5 war letztes Jahr auf Platz 3 und jetzt, wo ich sage, tut es richtig weh. Ich meine, es ist immer noch in der Top 5, ist immer noch ein grandioses Spiel. Warte. Eigentlich. Hast du eine Idee? Ich habe eine Idee. Nein, das, okay. ist weiter oben, glaube ich. Nee, ich glaube, es ist Great Western Trail. Nein. Auch nicht. Great Western Trail ist nicht mal in der Top 20. Was? Ja, ich weiß. Great Western Trail ist nicht raus. Oder? Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Doch, auf Platz 29. Sorry. Wow. Krass, okay. Aber das war doch in deiner Top 5 das letzte Jahr, oder? Nein, Great Western Trail war nicht in meiner Liste. Das war doch Platz 16. Okay. Also, aber ja, komischerweise, ich habe es wieder gespielt und fand es grandios. Ja, eben. Hat es nicht geschafft. Nein, okay, dann hat gesagt, ein Fest für Odin. Ein Fest für Odin, okay. Wow, also das musst du dringend spielen. Dringend. Ich merke schon, ihr seid absolut Fans davon. Es ist ganz nah dran, eigentlich mein Lieblingshero zu sein. Es gibt, ihr werdet dann sehen, was noch kommt. Es ist von Mechanik her ganz anders, aber von dieser Art Spiel. Und eigentlich ist Worker Placement mein Lieblingsart von Spiel. Deswegen ist es immer noch, glaube ich, mein höchst geranktes Worker Placement Spiel. Ist es für mich, dass man das Ultra weiß, eben noch so viel mehr macht. Es gibt ja so viel Freiheit, wie Sandra schon gesagt hat. Und ja, dieses Puzzle, ich bin eigentlich nicht angetan von den ganzen anderen Puzzlespielen. Also weder Patchwork hat mich großartig abgeholt, aber da ist es für mich wirklich perfekt, weil es halt dann immer noch so kleine Boni gibt. Und es ist schon irgendwo doch auch thematisch, weil du schon irgendwie was machst. Du fährst entweder raus oder gehst fischen oder Wal jagen. Ich find's cool. Ich find's wirklich interessant, mal zu hören, was du dazu sagst. Dich wird's vielleicht nicht ganz so umhauen wie uns, aber ich denke mal, vielleicht ist auch schwierig, wenn ihr sagt, man kann da so viel entdecken und es gibt so viel Freiheitsgrade dort. Das erste Mal, wenn man das spielt, dass es dann noch nicht so wahrnehmbar. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass wir dich jetzt zu sehr gehypt haben, dass du mit einer zu hohen Erwartungshaltung, weil wir sind eigentlich mit, ja, das heißt relativ wenig, aber ich habe mir es damals so normal halt neuer Rosenberg oder so vielleicht probiert, genau, und ich fand es famos von jedem Mal neu spielen, bin ich wieder, weil wir haben es, keine Ahnung, 6, 7, 8 Mal gespielt und ich habe noch nicht andersweise mal alles probiert. Und jedes Mal sage ich, ich will mir mal so eine Insel holen und dann kommst du nie dazu, weil du so viel schon zu tun hast. Das stimmt, ja. Probiert's mal aus. Ich finde, es ist nicht ohne Grund. Ich glaube, es ist sogar nach Caverna das zweitbeste Rosenberg. Ja, ich glaube es auch. Und Aquifuna, wo ist das dann? Aquifuna ist, glaube ich, ein bisschen gesunken. Okay. Na gut, okay. Ja, ich glaube, es rückt höher in der noch zu spielen Liste. Ja. Gut, wir sind bei Platz 4 schon. Genau, ja, weiter geht's. Aha, ich? Oh, Entschuldigung. Ja. Ich habe gerade geschlafen. Auch ein Neueinsteiger. Ein Neueinsteiger auf Platz 4. Jetzt muss er aber mal kommen. Jetzt hau ihn raus. Was denn? Ich hatte ihn in meiner letzten Liste. Was? Dann hatte ich ihn doch nicht in meiner letzten Liste. Cthulhu Death and Dying. Okay. Wahnsinn. Okay. Krass, dass es so weit oben ist. Ich war selber sehr... Also sehr erstaunt, dass es so weit oben ist. Ja, wir haben es super oft gespielt. Das haben jetzt Season 2 durch, 3... Nein, 1 haben wir durch und 2 haben wir angefangen. Es gibt plus 2. Ach ja, stimmt. Es gibt zwei. Weiße also, Schachtel, Season 2. Ich war jetzt schon bei den Schachteln, bei den kleinen. Da wollte ich, genau. Wir sind bei dem zweiten großen alten in der ersten großen Fundbox-Schachtel. Und ja, ganz oft gespielt. Es ist immer knapp. Das finde ich so klasse. Es ist immer knapp, es sterben eigentlich fast immer alle und einer bleibt stehen und gewinnt dann das Spiel für alle. Ja, letztendlich ein super schönes, spannendes Spiel. Auch ein, letztendlich ein Spiel, was man auch mit
wie man ein Spiel kann, da jetzt nicht so oft spielt, weil das Spiel einen eigentlich schon durchleitet, so was man jetzt gerade wie triggern möchte. Es sagt, also es ist jetzt nicht so hochkomplex. Ja, und deswegen spielen wir das auch oftmals mit auch mal Nicht-Spieler oder Wenig-Spielern, vielleicht besser so genannt. Und ja, deswegen kommt es so oft auf den Tisch und deswegen ist das eben wirklich so weit oben bei. Gibt auch den Cthulhu-Flair mal in einer angenehmen Spielzeit, ne? Muss man wirklich sagen. Ich glaube, das ist der große Pluspunkt des Spiels. Ja, stimmt. Die Spieldauer ist natürlich auch keine 3 Stunden wie bei einem Eldritch Horror. Das ist eins der wenigen Spiele, wo wir wirklich alles angemalt haben, alle Erweiterungen, alle großen Alben. Und dann macht das auch richtig Spaß. Glaub ich, sieht richtig schön aus. Haben wir mit dir schon mal? Wir haben es noch nicht gespielt. Ich habe es nur einmal mit dem Krimi-Stefan unten gespielt. Dort haben wir den ersten Fall halt gespielt, wo ich glaube, da war so Feuer unterwegs. Genau, halt, ne? Das Labor. Angezündet. Fand's cool. Also wir fanden es beide cool damals und ich war überrascht, wie viel Atmosphäre in kurzer Zeit eben halt durch diese geskriptete Story dort zustande kam. Es war bei uns auch ziemlich knapp. Und die Mechanismen haben mir auch sehr gut gefallen. Es ist nicht so aufgebläht. Ne? Ja, normalerweise sind ja so Eldritch Horror, Arkham Horror Spiele dann doch schon mal ein bisschen umfangreicher von den ganzen Regelwerken her. Und das, das ist so. Das hast du sehr schön formuliert. Kurz und knackige Dosis Cthulhu, die man sich eben halt auch am Feierabend mal geben kann. Richtig. Das stimmt. Ja. Genau so ist das. Also, das ist eigentlich perfekt formuliert. Ist aber auch relativ ruhig geworden. Ich fand, am Anfang war ein ganz schöner Hype da drum. Ja, weil es dann halt natürlich auch out of print war oder halt lange nicht verfügbar. Preise sind durch die Decke gegangen. Bestimmt. Mittlerweile ist es halt einfach wieder verfügbar. Vielleicht deswegen auch ein bisschen. Kann sein. Aber schönes Spiel. Cool, ey. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das noch kommen könnte. Aber ja, klar, haben wir wirklich sehr viel gespielt dieses Jahr. Ja. So, wir sind bei Platz Nummer 4 und dort habe ich keinen Neueinsteiger, sondern ein Spiel, was um 3 Plätze nach oben gewandert ist. Nach oben? Ja, nach oben. Warum ist es nach oben gewandert? Ich weiß es. Weil ich es vor allen Dingen im Lockdown sehr häufig gespielt habe. Und das war dank digitaler Umsetzung dann eben möglich und da habe ich das vor allen Dingen mit dem Philipp immer gespielt. Und das hat so ein bisschen dieses Feuer nochmal für dieses Spiel entfacht, weil es ist natürlich ein grandioses Spiel, keine Frage, die Rede ist von Terraforming Mars. Richtig. Grandioser Engine-Builder, gepaart eben mit dieser Brettinteraktion und also was soll man dazu noch weiter sagen? Jeder von euch kennt Terraforming Mars und die App wirklich ist ziemlich gut umgesetzt. Also Asmodee Digital hat dort gute Arbeit geleistet. Nur sind wir dann halt, ich dann irgendwann doch auch an so eine Grenze gestoßen, wo man mehr haben wollte, weil in der App ist nur so wenig umgesetzt. Du hast nur das Grundspiel da drin. Ja, also das sind die Konzerne, die hat man gefühlt alle dann schon 3-4 Mal oder so gehabt. Und aber das Coole ist halt wirklich, dass das ganze Micromanagement dort abgenommen wird, ne? Weswegen man das halt auch mal wirklich easy abends auf dem Sofa in einer Stunde oder so, eineinhalb Stunde. Durch das Digitale, das dauert halt ein bisschen, bis das synchronisiert ist, aber wenn du es wirklich solo spielst oder gegen die App spielst, kannst du es in einer Stunde locker schaffen. Ja, okay. Wenn man zu zweit spielt, haben wir es in 1,5 Stunden dann schon hingekriegt, glaube ich. Also klar, unsere erste Partie, die war grausam, nicht lange, da haben wir es auch zu dritt gespielt und da hatte ich aber halt so lange nicht mehr Terraforming Mars. Du hast wirklich jede Karte erstmal. Dass ich erstmal, wie geht das Spiel nochmal? Was kann ich jetzt tun? Aber ja, bin ich wieder richtig reingekommen in das Spiel und deswegen ist auch in der Gunst nochmal nach oben gestiegen und die physische Version trotzdem nicht mehr auf dem Tisch gehabt. Schade eigentlich. Bei mir hat es den gegenteiligen Effekt ausgelöst. Ich habe gedacht, ich bin irgendwann satt, weil ich habe locker 80 Partien mit der App gespielt. 80? Da ist irgendwann dann bei mir dieser Effekt gekommen, wo du sagst, wirklich, ich habe jede Karte, ich sehe jede Karte immer nur noch mal, dass ich gesagt habe, jetzt will ich es gerade noch mal spielen mit all diesen Erweiterungen, mit diesem coolen Konzern, die es da noch gibt. Und ich habe dann mit einem Kumpel gespielt und habe gesehen, die zwei, darf ich neue Konzerne ziehen? Ich will nicht die Konzerne spielen, die ich jedes Mal jetzt gespielt habe. Und sowohl physisch als auch wirklich in dieser digitalen Version super Spiel. Könnten sie mal eine Erweiterung in der digitalen bringen? Ja, finde ich auch. Ja. Bei dir ist es gar nicht mehr drin. Das war letztes Jahr in deinem Top 20, ja, oder? Krass, ja. Da war es noch drin. Ich weiß gerade. Aber du hast es auch gar nicht mehr gespielt, oder? Du hast in der App auch nicht gespielt. Ich habe es nicht mehr gespielt. Ah, okay. Wir haben es einmal zusammen die App probiert, aber ansonsten... Also ich finde es ein super schönes Spiel, ne? Also ganz klar. Sandra hat jetzt ein bisschen Angst davor zu spielen, weil ich angeblich das Spiel jetzt...
Aber ich finde nicht, dass man so, weil du spielst jedes Mal anders, das ist das Coole. Ich finde nicht, dass du immer dieselbe Strategie wie bei anderen Heroes. Es kommt halt drauf an, was kriegst du für ein Konzert und was kriegst du für Kauf. Das ist ja extrem taktisch. Muss also, ja auch manchmal überhaupt nicht, nicht funktionieren. Manchmal hast du einfach einen Konzern und denkst, heute mache ich das, probierst das für eine Runde und merkst, okay, bist grandios gecrashed in diesem Versuch. Ja, und nimmst irgendwelche, weil wir hatten aber auch so spannende Partien, die immer so hin und her gingen, wo du, wo schon ein paar Mal irgendwie ich angeboten habe, dir, komm, wir beenden es lieber. Also, ja, und dann bist du noch wieder rangekommen und andersrum, ne? Habe ich ja auch schon gerade. Ich glaube, es war ja anders. Ja, dass du irgendwie so weit abgeschlagen warst und dann aber am Ende dann doch irgendwie noch rankamst. Ja, es war knapp dann nochmal rausgeworden. Also, spricht fürs Spiel, ne? Ja. Also, Terraforming Mars war bei mir auf der Platz 17 letztes Jahr und jetzt ist es auf Platz 29. Okay. Hat aber auch nur was damit zu tun, weil ich es gar nicht so oft gespielt habe. Ich habe bloß einmal gespielt, glaube ich. Genau, und dann. Und da hatte ich doch so grandios verloren mit meinen Bakterien Mikroben. Oder Mikroben, ja. Die, na, die sind nicht leicht, glaube ich. Hm. Und wenn da noch so fiese Pflanzen, Mikrobenfresser unterwegs sind. Ja, genau. So. Bei mir, Platz 4. Knapp am Treppchen vorbei, der letzte Neuling in meiner Liste. Auch noch ein Neuling, okay. Warte, ich habe eine Ahnung. Ja, du weißt es. Ich frage mich eher, ob Sandra es weiß. Nee. Wirklich nicht? Ist bei dir bin ich mir hundertprozentig sicher, dass du es weißt, weil ich denke, auch bei dir kommt es noch auf der Liste. Ist es vielleicht ein Spiel, was wir heute an diesem Abend nach der Aufnahme noch spielen werden? Jawohl. Okay, dann ist es Kingdom Death Monster. Genau, richtig. Haben wir, glaube ich, letztes Jahr noch gar nicht gespielt gehabt. Nein. Ziemlich sicher. Ich glaube, das ist unmittelbar. Du hast ja stimmt, ich habe mir es ja im November. Ja, ich habe mir es ja zum Black Friday gekauft, richtig. Hab's dann irgendwann wahrscheinlich im Dezember, Januar um die Dreh das erste Mal gespielt und dann haben wir dich ja auch gesagt, komm, jetzt müssen wir es aber auch mal spielen, wo wir uns jetzt schon einmal durch die Regeln gekämpft haben. Ja, ja grandios. Also eigentlich wenig spielen, ne? Es ist Würfeln gegen Tabellen, aber diese Immersivität, wollte ich gerade sagen, dieses immersive Spielgefühl, diese Encounter, die ihm da begegnen. Immer wenn man sich so freut, ich habe mir jetzt endlich ein Schwert irgendwie abbauen können und jetzt geht's los und dann jagst du und du fliegst in die Schlucht und das war's. Ja, schade. Ja, schade. So nicht. Ne? Ja. Und man sollte sich wirklich nicht so sehr an seine Lieblinge da irgendwie klammern, weil man kann teilweise, wie gesagt, gar nichts dafür. Ne? Also, es hat nichts mit Taktik. Also hast schon taktische Möglichkeiten. Versteckst du dich hinter irgendwas, greifst du ferner an, gehst du ran, wärst du nächstes dran. Aber du bist halt im Endeffekt deinen Würfeln und auch den Würfeln quasi von den Gegnern ausgesetzt. Grüße gehen raus an Marco, der mir mein KDM wunderprächtig bemalt hat. Wir werden euch mal ein paar Bilder dann davon einblenden. Also ich freue mich drauf, den Phönix dann irgendwann mal platzieren zu können. Wir sind gerade immer noch beim Löwen. Aber ich gehe fest davon aus, und das spricht für das Spiel, dass wir das wirklich wir zu dritt jetzt, glaube ich, zum vierten Mal spielen heute. Und normalerweise spielen wir, auch wenn wir Spiele gut finden, die maximal ein, zwei Mal, weil einfach so viele neue, ihr kennt das alle, neue Spiele immer wieder nachkommen. Aber heute war wieder die Frage, was machen wir nach dem Video noch? Ach komm, das KDM spielen. Ja, genau. Ist wirklich so, Wir haben auch einen guten Würfler jetzt gefunden. Das ist hier Lantern Boy. Lantern Boy. Ja, das ist Green Lantern. Das läuft wirklich, also... Ja, jetzt haben wir es ausgesprochen, das war's mit deinem Strike. Ne? Ja. Schade. Stimmt. Warum Strike? Naja, immer wieder Strike. Du hast ja wirklich dann teilweise eine 10 auf eine 10 auf eine 10 gewonnen. Ach so, ich war jetzt kurz an der Überlegung, ob du jetzt einen YouTube-Strike meinst, weil du irgendein böses Wort oder so gesagt hast. Nein. Ja, ich hoffe, dass es heute natürlich mit meiner Strähne dort weitergeht. Läuft wirklich gut. Also sind bis jetzt nur zwei Leute gestorben. Das ist im letzten Jahr drei oder im vierten Jahr. Und das eine war das eine nicht, dass die Tochter die Mutter umgebracht hat oder sowas? Irgend sowas komisch. Ja, irgendein Ritual oder irgendwas war da. Also ich meine, dieses Spiel erzählt halt einfach Geschichten und du erlebst dort so viele kleine Geschichten, so viele... Ja. So viele Sachen und dieses Spiel ist einfach halt auch gnadenlos und das ist vielleicht auch mit das Besondere daran, dass es so gnadenlos ist, weil du dir nie sicher sein kannst, dass du irgendwie dort durchkommst, dass du, ja und deswegen freust du dich vielleicht auch umso mehr, wenn du dort so Erfolgserlebnisse hast, wenn du dort auch nur mit dem Löwen dort irgendwie so ein kleines Stück Fell abschneiden hast, womit du dann irgendwie dir eine Mütze craften kannst, um dann halt einen Brain Damage irgendwie da besser zu verhindern oder irgendwie sowas, ja. Ja, aber ich habe auch weiß nicht, wie es euch spielt, nie bei einem anderen Spiel, also wir spielen ja sehr viel kooperativ, nie so ein Mitfiebern-Gefühl. Ja, also auch bei anderen Sachen, natürlich,
Vor allem viele Sachen hast du ja so, dass du auswäschen kannst, dass du schon ein bisschen weißt, was dir passiert. Dort ist ja wirklich so, alle starren sie auf deine Hände, du würfelst und du verkackst und du bist einfach nur der Zonk in der Runde und alle schauen sie dich böse an und du kannst doch nichts dafür, du hast gewürfelt. Ja. Und der Nächste würfelt seine Lanterns und schlägt dem Löwen wieder irgendwelche Beine ab und du denkst so, ich will auch einmal was Gutes würfeln in meinem Charakter. Ja. Oder man ist Philipp und läuft immer außen rum. Ja. Immer außen rum. Und verstopft dann trotzdem. Ich wurde grandios vom Löwen einfach nur von links nach rechts geschleudert und in seine Einzelteile zerlegt. Stimmt, ja. Aber glorreich für die Gruppe gestorben. Ja. 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 Mach mal weiter, krass. Ich denke, da kommt noch was. Sind wir direkt schon bei Platz 3, ne? Ein bisschen auf mein Treppchen. Bronze. Genau, Bronze geht wie letztes Jahr schon an den letzten Bronzeplatz. Und zwar ist es Aeon's End. Aeon's End. Ja, okay. Wir haben Legacy gespielt. Oh ja, stimmt. Komplett durch. Und aus dem Grund ist es auch so weit oben, mhm. weil wir es wirklich sehr, sehr oft gespielt haben. Es hat mir auch noch mehr gezeigt, Facetten von dem Spiel. Ja, es ist, man entdeckt sozusagen durch die Legacy-Variante das Spiel nach und nach. Also man wird nicht gleich so erschlagen, sondern es kommen dann immer mehr Regeln immer mehr dazu. Aber eigentlich der perfekte Einstieg, ne? Eigentlich waren wir schon weiter. Genau, wir waren ja schon so weit, dass wir das ja schon gespielt hatten, ne? Und dann letztendlich haben wir das jetzt durch das Legacy nochmal entdeckt. Haben das auch mit einem unseren Spielerfreund mitgespielt, der jetzt eigentlich schon viel Spieler ist, würde ich jetzt schon nennen. Und war super schön. Also. Ich bin so froh, dass es auf Deutsch jetzt rausgekommen ist. Ist ja gerade aktuelles Thema. Ja, wir haben alles mittlerweile uns auf Englisch geholt. Wir steigen jetzt nicht mehr um. Ich finde auch den Kartentext nicht so schlimm, dass es nicht gehen würde. Aber es wird viele Leute abholen und auch viele ansprechen, weil es ein sehr, sehr cooler. Sehr aktuell braucht man ja Twitter nur aufzumachen und irgendwie Hassgeburt und Aeon's End Bilder schlagen einen dort entgegen. Weil natürlich gerade Frosted Games glücklicherweise das auf Deutsch und jetzt eben halt gerade ausgeliefert hat und deswegen sieht man und liest man dort sehr viel von und es kommt natürlich recht gut an, klar. Ich fand es damals auch richtig gut. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, ist so diese grafische Aufmachung, die ist wirkt ein bisschen altbacken. Also hat man ein bisschen das Gefühl, dass man ein Spiel so aus dem letzten Jahrzehnt oder so oder dem vorletzten Jahrzehnt spielt, aber spielerisch ist es schon ein richtig cooler, vor allem kooperativer eben auch Deckbilder, der was anderes macht als andere Deckbilder, weil man mischt sein Deck nicht. Genau. Und das ist wirklich ein kleines, aber feines Detail, was sehr taktisch ist, was man sehr taktisch benutzen kann. Und die Reihenfolge, die man jede Runde wieder mischt, das ist auch spannend, ne? Weil man hatte ja für jeden Spielerreihenfolge, Nemesis. Kann auch sein, dass im schlimmsten Fall viermal der Nemesis in Folge dran ist, also zweimal in der letzten Runde und dann gleich noch zweimal. Mhm. Und dann kann man ja gar nichts dagegen machen, erstmal gegen seine Effekte und das kann schon spielentscheidend sein. War auch ein cooler Mechanismus, das stimmt, ja. Ja, cool. Viele coole Mechanismen auf alle. War letztes Jahr, habe ich richtig verstanden, war die auch auf Platz 3 gewesen. Genau. Schon. Hm? Okay. Richtig. Hat seinen Platz 3 verteidigt. Immer weiter, hat ihn verteidigt. So. Jetzt wird es spannend, weil letztes Jahr hatte ich auf Platz 3 Mage Knight gehabt. Das ist jetzt nicht mehr auf Platz 3. Dafür ist jetzt ein Spiel auf Platz 3, was neu eingestiegen ist und was wir eben schon hatten. Und das ist natürlich King the Death Monster. Ja, es ist bei mir ähnlich hoch eingestiegen wie bei Philipp. Ganz einfach, hat man eben mir alles schon eigentlich erklärt, weil es so einfach fantastisch ist. Ich bereue es zutiefst, dass ich dieses Spiel fast 3 Jahre lang auf dem Regal stehen hatte und nicht gespielt habe. Weil es einfach wirklich so grandios ist. Ich meine, ich wusste es irgendwo schon, sonst hätte ich es damals nicht gebackt in der zweiten Kickstarter-Runde. Aber irgendwie, ich habe mal mehrmals versucht, irgendwie mich durch dieses Buch zu kämpfen. Und eigentlich war es dann doch nicht so schwer. Ich weiß nicht, warum ich es dann doch nicht gemacht habe, aber aber es lebt halt in seiner Runde. Und du weißt nicht, ob du so eine gute Runde wie mit uns gehabt hättest. Nein, aber ja, wirklich. Ganz ehrlich, weiß nicht, ob das Solo mal spielst und das funktioniert nicht, weil du Leute hast, die sagen, ist ja bloß Würfeln oder du hast eine schlechte Runde. War ja bei euch ein bisschen der Fall. Also das ist jetzt, ihr habt eine andere Runde gestartet als dann mit mir, ne? Korrekt. Ich hätte es, wenn wir es nicht gespielt hätten, nicht in meine Top 20 gepackt, weil da war es
cool. Es war niemals so, dass ich gesagt hätte, das verlässt unser Haus wieder. Aber es war nicht so wie jetzt, dass ich gesagt hätte, eigentlich könnten wir uns 5 Tage die Woche unter der Woche treffen und jeden Abend eine Runde spielen. Ja, man muss da schon ein bisschen mit aufgehen dort. Ne? Ja. Man muss irgendwie so diese Geschichte mit auch ein bisschen leben und sich identifizieren mit den Charakteren und sowas. Ne? Das ist aber nicht zu sehr. Nee. Ich bin auch total glücklich, dass ihr da seid, weil ihr das mir schön auf Deutsch übersetzt. Ja, die Krux noch eben mit bei diesem Spiel, dass einiges von dieser tollen Story und so weiter verloren geht, weil es halt auf Englisch ist. Richtig. Und das halt mit einfachem Schulenglisch und auch darüber hinaus nicht zu verstehen ist, nicht vollumfänglich zu verstehen ist, weil da halt Adjektive und Beschreibungen benutzt werden, die sind nicht alltäglich, muss man leider so sagen. Und bei dem Spiel sehe ich es ganz, ganz weit überhaupt in dem Bereich des Möglichen, dass das irgendwie auf Deutsch kommen würde. Deswegen glaube ich. Ja, es ist halt auch ein preislicher Knaller, ne? Also wenn man euch mal die Erweiterungen anguckt, es ist am Endeffekt, man bezahlt halt für die Idee, ne, was da dahinter steht. Weil rein, was da drin sind, diese Plastikstandsbögen, die man da zusammenbaut und die paar Karten, sind das Geld rein theoretisch nicht wert, ne? Aber dieses ganze Drumherum und was es einem dann dafür gibt, das ist dann schon der Wert, wo ich sage, ist wahrscheinlich rein vom Grundspiel her das teuerste, was bei mir im Regal steht. Meine Too Many Bones haben wir mittlerweile alles geholt, deswegen wird zum Gesamtwert her noch höher sein, aber ich habe es nie bereut, das investiert zu haben. Aber ich kann mir genauso vorstellen, dass es grandios floppt, wenn du nicht die richtige Runde hast. Also du musst genau wissen, auf was du dich da einlässt bei so einem Spiel. Cool, super. Kann mir sogar vorstellen, dass es nächstes Jahr bei uns beiden noch mehr steigt, je nachdem, wie oft wir es noch auf den Tisch bringen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es sich sogar noch höher bohrt. Cool. Gut, hau raus. Mein Platz 3 ist mein ehemaliger Platz 1. Krass. Nein. Ich habe es letztes Jahr schon angekündigt, dass es ein riesengroßes Nostalgie-Flair hatte. Ach so, du hattest so diesen Zwiespalt auch gehabt, mit was setzt du? Genau, ich hatte mehrere damals, oder hatte zwei in der Auswahl und habe gesagt, ich entscheide mich eben wegen dieser Story und wie wir dann auch, wir waren da schon im Spielen drin, aber das hat uns so richtig tief, so regelmäßig und immer wieder die gleiche Gruppe und diese Story erlebt. Also Pandemic Season 1, nochmal ganz groß, haben es noch nicht gesagt, war damals mein Platz 1, ist mein Platz 3. Ich meine, wir haben es seitdem nicht mehr gespielt. Ist klar, ne? Ist erstaunliche Leistung, weiter, aber trotzdem. Es wird auch weiter rutschen, aber wenn ich wirklich durch, ich habe ja auch diese App genommen und habe es verglichen und wenn du dann wirklich an die Erinnerung, du gehst ja dann immer mit der Erinnerung, welches Gefühl hast du beim Spiel, dann hat sich es halt auch knapp gegen zum Beispiel ein Fest für Odin und ein Kingdom Death Monster durchgesetzt, weil einfach da noch mehr, wir haben noch mehr Partien gespielt. Wenn wir, wie gesagt, KDM, wir noch so 5, 6, 7, 8 Partien spielen und noch mehr erlebt haben, noch mehr passiert, wird das auch definitiv da vorbeiziehen, aber so jetzt, wie ich es noch im Kopf habe, und ich freue mich auch auf die Season 0 wieder, weil mir auch die Season 2 sehr gut gefallen hat, ist für mich nach wie vor kein Kandidat, der in den nächsten 1-2 Jahren erstmal Top 20 rutschen wird, aber ist logischerweise was, was immer weiter ein kleines Stück absinkt, obwohl es mir damals unglaublich viel Spaß gemacht hat. Obwohl viele Leute, also ich meine, ich wollte gerade, oder was ich gerade angedeutet habe, es ist ja trotzdem eine krasse Leistung für ein Spiel, was man eigentlich ja seit Jahren nicht mehr gespielt hat, dass es so weit oben ist. Ich meine, ich hatte es in der letzten Folge gehabt, bei mir ist es halt mit Descent so ein bisschen der Fall. Okay. Auch schon lange eben nicht mehr gespielt, aber die Erinnerungen daran treiben das Spiel so weit nach oben. Ja. Aber hier ist es ja durchaus möglich, auch das nochmal zu spielen. Also ich kenne viele, die nach so 1-2 Jahren oder so nochmal angefangen haben. Ehrlich gesagt nicht. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass es diese coole Erinnerung und dieses Gefühl in irgendeiner Form schmälert, weil du das einmal hattest. Das war was ganz Neues, was ganz Besonderes. Und ich möchte das genauso in Erinnerung behalten und habe da gar keine Ambition, das nochmal zu spielen. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Okay, verstehe ich. Ich finde es auch großartig, dass du es drin hast. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe es leider nicht drauf. Dass du das würdigst. Und dass du das so schön würdigst, weil ich finde es auch ein großartiges Spiel. Und das gehört auch da rein. Also bin ich voll bei dir. Cool. Ja, Season 0 steht an. Ne? Ja. Jetzt im Herbst auf jeden Fall. Bin ich auch gespannt. Bin ich auf jeden Fall auch wieder mit dabei. Wie auch eben bei den vorherigen Seasons. Season 1 habe ich gar nicht zu Ende gespielt. Muss ich zugeben, Season 2 natürlich dann doch. Also was heißt natürlich, aber natürlich eben halt ein sehr krasses Spielerlebnis. Ne? Ist halt schwierig. Wenn wir noch einen zweiten Termin irgendwie die Woche mal hinkriegen würden oder alle 2 Wochen, könnten wir es auch zusammen mal durchziehen. Aber es ist halt bei uns immer wieder schwierig, dass wir gemeinsam 2 Termine die Woche finden. Und dann ist sowas halt schon mit so 12 bis 20 Partien, sage ich jetzt mal, die man da so spielt,
schon ja, was schon Langes, was man, und da sollte man auch wirklich ja dann nie anfangen und dann nach drei Partien merken, wir kommen nicht mehr als Gruppe regelmäßig dazu, das wäre schade drum. Ja. Nee, cool. Aber jetzt nur mal so, wissen wir, wie es bei euch ist, ab hier, ab diesem Platz 3 ist es bei mir bei BGG eine 10 von 10. Also diese Spieler haben bei mir ein Rating von 10 bekommen. Pandemic und die zwei. Ich bewerte sehr selten bei BGG, aber ich würde behaupten, ja. Also, ja. Also ich muss, ich gehe in 0,25er Schritten, das ist eine Macke von mir, keine Ahnung, wie ihr das handhabt. Deswegen auch KDM ist eine 9, irgendwas, schieß mich so da wirklich. Das sind die drei Spiele, die bei mir eine 10 bekommen haben, die jetzt kommen. Okay. Okay. Ja, wird es, denke ich mal, bei mir auch sein, ja. Bei mir seid ihr aber gut, wir sind jetzt in der Silbermedaille. Ich weiß nicht, was Platz 1 ist, aber da, wenn das jetzt Platz 2 das ist, was ich denke, dann Mindfuck. Ja, also... ja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Also es wurde schon genannt. Okay. Es ist ein Kartenspiel. Dann nicht. Und wir entdecken auch eine Story gemeinsam, die wir durchspielen. Wir machen das auch zu zweit. Das ist ein Zwei-Personen-Spiel in dem Sinne, weil man kann es auch zu viel spielen, aber das macht nicht viel Sinn. Du hattest das schon. Meiner Meinung nach. Und das ist Arkham Horror Living Card Game. Stimmt. Wir spielen das super oft. Super. Es war letztes Jahr auch schon sehr... sehr weit oben, auf Platz 4. Ist nochmal zwei Plätze hochgegangen. Zwei Plätze hoch, weil wir es wirklich... ich fand jetzt auch die neuen Szenarien sehr, sehr schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Zwischenzeitlich war ein kleiner Flop, will ich jetzt nicht sagen, aber ging so ein bisschen runter und das geht gerade wieder hoch, aber ich weiß gerade nicht, in welchen gebrochenen Kreis oder wo ich weiß. Nee, gebrochenen Kreis nicht. Keine Ahnung, jedenfalls, jetzt sind wir auf alle Fälle gegen Schlangen unterwegs in Peru und das ist ja total toll. Also, Mexiko, hau mal hier alles in einen Sack hier. Okay, das finde ich aber ja, das Setting ist schon cool. Ist ein schönes Setting und wir haben. Ja, dadurch, dass wir auch Willen des Wahnsinns alle Teile haben, haben wir auch da die kleinen Figuren, die wir jetzt auch nutzen können für Arkham Horror Living Card Game. Das ist natürlich super. Und wir haben auch viel ausgedruckt. Also wir pimpen eben das Spiel immer weiter, so wie es irgendwie geht. Habt ihr eine Playmat? Wir haben eine Playmat natürlich dazu. Habt ihr irgendwie so verbesserte Tokens? Ja. Genau, wir haben solche 3D-Tokens. Hört auf, diese Sendung hier an die Länge zu ziehen. Entschuldigung. Mit sinnlosen Fragen. Ich kann nicht nur fragen. Genau. Ja, ja. Also wir haben da alles dazu und wir können es dann standalone aber gerne mal wieder zu dritt spielen. Gibt ja diese Einzelfälle, die jetzt nicht in die Kampagnen ziehen. Ja. Die können wir gerne wirklich mal als Dreier. Ich habe ultra Bock, es mal wieder zu spielen. Ja, ich habe es im letzten Teil gesagt, dass ich... es war ja dort auch in meiner Top 10 drin. Ne? Und ich habe es. Barkham Horror spielen wir zusammen. Diese Hunde-Variante, die wir als Gag eigentlich letztes Jahr mal angekündigt haben. Der kommt jetzt zum 1. April mal kam und dann waren die Leute so begeistert. Dann machen wir Barkham Horror. Ja, von mir aus. Also ich habe ultra Bock nochmal auf das Spiel. Ja. Genau. Ja, cool. Also echt krass weit oben bei dir. Ne? Ja, also man merkt auf jeden Fall, du bist absolut Cthulhu-Fan durch und durch. Ne? Und mein Kultist. Arkham Horror, grandioses Spiel und ich muss halt auch sagen, dass dort die, zumindest was ich so kennengelernt habe, die Szenarien halt auch so spielmechanisch abwechslungsreich sind. Genau. Ne? Das ist nicht einfach nur, du hast Story A, Story B, sondern die Spielmechanismen sind ja bei den einzelnen Szenarien so unterschiedlich. Ja, ne? Das absolut. Ist schon krass. Wir hatten jetzt letztens ein Spiel, ich möchte ja nicht spoilern, deswegen das dreht nochmal so krass in diesen Spielmechanismen rein. Also das ist Wahnsinn. Es ist wirklich eine super, immer neue Ideen. Mhm. Das, was halt wahrscheinlich das Exit wahrscheinlich so ein bisschen mit den Rätseln macht, machen die mit den Spielmechanismen. Krass, stimmt. Das ist Wahnsinn. Krass. Sag mal, da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Hast du Cloudspire schon in deiner Liste oder ist es gar nicht in deiner Top 20? Das ist nicht traurig. Krass, ich hätte dachte auch, jetzt safe gedacht, dass es in deiner Top 20 ist. Ja, ich weiß. Okay. Ich guck dann gleich mal, mach du erst mal. Einen Fehler gemacht oder so. Schande, nochmal neu. Schande. Nochmal zurück. Schande. Ich weiß, was dein Platz 2 ist. Dasselbe wie letztes Jahr? Es ist dasselbe wie letztes Jahr. Und du weißt, was ich letztes Jahr dort hatte? Ein Alexander Pfister Spiel. Richtig. Und es ist natürlich Great Western Trail, wo ich eigentlich enttäuscht von dir bin. Ich weiß gar nicht, warum du hier noch sitzt, dass du das nicht mehr in deiner Top 20 bist. Weil die Leute meine letzten beiden Plätze noch hören wollen. Naja, wahrscheinlich dann. Danach darf ich gehen. Ja, aber also gut, es ist Great Western Trail und es liegt auch mit da dran. Ich habe es einmal wieder gespielt, juhu. Ich denke mal, aber ansonsten wäre es auch mit ähnlich weit oben gewesen, aber ich habe es eben nochmal gespielt, vor kurzem wieder ohne Erweiterung noch. Nein. Wir hatten die Option gehabt, spielen wir es mit Erweiterung, aber da bei mir die letzte Partie so lange zurücklag, dann doch irgendwie nochmal so.
Ja, was soll ich sagen? Es war wieder ein grandioses Spielgefühl. Ich liebe es ganz einfach, dieser Mechanismenmix, dieses Deckbauen mit diesem Reisen, dass du halt eben dort deine Figur bewegst, dass du immer mehr Stationen, mehr Arbeiterfelder quasi dazu bekommst, wie die auch miteinander zusammenhängen, welche Pfade du dann dort gehst, an welchen Pfaden baust du und in welche Richtung spezialisierst du dich. Dann oben noch mit diesen Gleisgeschichten dort, wo du die Kühe dann hinlieferst. Also, was? Ja, die Erweiterung wird dir gefallen. Die wird dir richtig gefallen. Ich habe es jetzt auch zweimal mit der Erweiterung gespielt. Okay. Wir haben das einmal mit einem Spieler gespielt, das wir noch gar nicht gespielt haben, gleich mit der Erweiterung. Die bringt jetzt nicht so viel mehr rein. Mhm. Die gibt dir einfach noch ein paar mehr Möglichkeiten. Mhm. Ein bisschen weiter ausstrengen. Ich auch zum ersten Mal die Erweiterung gespielt. Na, du hast auch lange nicht mehr gespielt und du fandest jetzt nicht, dass es dadurch jetzt irgendwie komplett. Letztes Mal haben wir auf der Berlin-Con das gespielt. Ja, vor einem Jahr, ne? Mhm. Sehnsucht wäre jetzt gewesen. Und dann jetzt wieder mit der Nordwest, wie heißt das? Race to the North, ne? Race to the North, genau. Mhm. Ja, grandioses Spiel. Also mein absoluter Lieblingsfister, also da ist auch das im letzten Jahr erschienene Maracaibo nicht rangekommen, obwohl es so einen ähnlichen Mechanismus hat, dass man sich quasi dort verschiedene Punkte aufbauen kann, wo man eben halt Arbeitereinsatzfelder dazu bekommt und dort halt eben auch so einen Rundkurs quasi hat, den man abfährt. Aber nee, Great Western Trail ist ganz einfach halt das Top-Fister-Spiel. Bei mir aber auch. Ich habe gerade noch nachgeschaut. Ist noch vor mir im Bart an meiner Liste. Okay. Also Cloud Spire, weil wir jetzt von Star stehen geblieben sind, ist vor Terraforming Mars bei mir. Oh, krass, oder? Und dann auf Platz 28. Okay. Ja, wir haben ja die Top 20 kooperativen Spiele bei Sander. Die hatten noch nie gehört, dass wir haben das anders gemacht. Aber ja. Mann, also hier kriegt ihr die Tipps für die kooperativen Spiele. Genau, genau. Für jeden was dabei. Die mit eurer Frau spielen können. Genau, die mit eurer Frau spielen können. Richtig. Okay, cool. Ich mach's auch kurz. Ja. Mein Platz 2 ist gestiegen. War letztes Jahr Platz 5. Hast du in deiner letzten Liste, glaube ich, gehabt? Oder hast du sogar in der? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist es Terraforming Mars. Okay. Die Spielmenge, die ich dieses Jahr da reingebuttert habe, war App-Spiele. Ich bin, glaube ich, bei normalen Brettspielpartien unter 10 noch, irgendwo so an die Grenze. Mm. Aber wie gesagt, ich habe die App hoch und runter gespielt, alle möglichen Varianten, das Solo-Spiel, das gegen die KI, gegen euch, mal gegen irgendwelche wilden Gegner aus dem Netz, die es da irgendwo zu suchen gibt. Mir macht es einfach unglaublich viel Spaß und ich hätte nie gedacht, dass ich so ein Spiel, was ja schon ein bisschen komplexer, ein bisschen mehr bietet, so oft mal spielen werde, ohne dass es mir langweilig wird. Also das habe ich bei auch keiner anderen App, außer jetzt mal, sag mal, diesen ganz schön clever, was man mal schnell macht, dass ich immer die Lust hätte, das zu spielen, wenn ich mal eine Stunde wirklich Zeit habe und nichts anderes anliegt, würde ich immer Terraforming Mars mal spielen. Es ist ein super cooles Spiel. Ich habe aber, wie gesagt, wenn wir das Brettspiel spielen, in letzter Zeit immer nur noch mit der Hellas und Elysium Erweiterung, ne? Und halt mit dem Preludium gespielt. Mhm. Wir haben einmal dieses mit den Politikkarten die letzte Tour mal gespielt. Ja. Macht's für mich von einem Kenner zum Expertenspiel. Kann jetzt jeder halten davon, was er will. Ich finde, es macht jetzt eine Schippe drauf und dann ist es mir zu much, weil dafür liebe ich Terraforming Mars. Das ist trotzdem noch so ein schönes, fluffiges Karten, das spiele ich. Und da musst du dann noch die Politikphase, klar, die beeinflusst das, nimmt auch vielleicht noch ein bisschen Glück raus, aber das interessiert mich bei Terraforming Mars ganz ehrlich gar nicht. Also Terraforming Mars habe ich auch gar kein Problem, wenn ich am Ende das Spiel verloren habe, weil es ist auch immer ein bisschen abhängig, wie du die Karten kriegst. Früher haben wir es auch ohne Draft gespielt, würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Der Draft macht nicht so viel länger, nimmt so viel Glück dann aber auch nochmal raus. Ja. Wird auch nächstes Jahr definitiv in meiner Top 5 sein, kann ich Brief und Sieger drauf geben. Ja. Ob ich mir überhaupt noch mal eine Erweiterung dazu holen werde, kann ich ganz ehrlich nicht sagen. Ich fände es mal cool, wenn Terraforming Mars eine Legacy-Variante kriegen würde. Das wäre geil. Vielleicht kommt das wäre, glaube ich, aus. Ja. Es kommt, glaube ich, jetzt Würfelspiel-Variante oder so. Ja, das ist wieder die Frage, ist das bloß Kuhmelken oder anders was? Aber ich finde es grandios, nach wie vor. So. Dem kann ich nichts hinzufügen. Ich auch nicht. Jetzt kommen wir zum großen Finale. Richtig. Ich glaube, meins wisst ihr alle. Also wir wissen wir. Bei dir bin ich mir gerade überhaupt nicht sicher, was. Das dachte doch. Ich. Ja, denk nicht so viel drüber nach. Kann ich es wissen? Also eigentlich müsste ich es ja wissen. Wir spielen ja eigentlich immer zusammen. Aber haben wir es zusammen gespielt dieses Jahr? Nein.
Dann glaube ich, weiß ich, was es ist. Okay, aber erstmal Sandra. Ja. Ich glaube, es ist bei dir der gleiche Platz 1 wie letztes Jahr. Ja. Mein Platz 6. Es ist. Achso, dein Platz. Ja, genau. Too many bones. Too many bones ist es. Ganz, das ist too many bones, ja, dachte ich auch. Wird das auch nächstes Jahr sein? Wird das auch überübernächstes Jahr? Wird das auch übernächstes Jahr? Keine Ahnung, aber es ist so grandios. Ich liebe es. Ich liebe die Komponenten. Ich liebe die taktische Refinesse auf diesem kleinen Raster da, sich gegenseitig da zu kloppen. Jeder Gegner ist anders. Muss man genau betrachten, wie man ihn besiegen möchte. Ich liebe diese Chips und die Würfel. Ja, ich liebe es, alles zu würfeln. Ja. Alles. Es ist so. Ich ertappe mich immer wieder dabei, wenn ich sage, Sandra fragt mich, was willst du spielen? Ich sage, such was raus und ich komme dann in die Bau Too Many Bones. So cool wie ich finde, ich würde gerne irgendwas anderes von den 300 Spielen im Schrank mal spielen. Es wird immer Too Many Bones aufgebaut. Ja. Krass, dass du da wirklich so abfährst auf dieses Spiel. Ich finde die Grafik toll. Krass. Wir haben auch alles, was es dazu gibt, haben wir von den Healthy Tokens, die da so premiummäßig sind, bis jeden Charakter. Ich habe noch gar nicht alle Charaktere gespielt. Ja, es steht leider immer noch aus, dass wir unsere zweite Partie haben nach der ersten misslungenen, wo wir schon mehrfach drüber gesprochen haben. Das müssen wir, glaube ich, dann halt immer noch tun, weil das kann ja nicht sein. Das war nicht repräsentativ, was du damals für eine Partie hattest. Ja. Definitiv nicht. Glaube ich. Dein Platz 1 weiterhin gewesen. Ist natürlich schon eine krasse Hausnummer. Langweilig, aber es ist. Jetzt wird es wirklich spannend. Ja, jetzt wird es wirklich spannend. Bei mir hat sich der Platz 1 geändert. Das habe ich ja schon angekündigt. Und es ist ein Spiel, was, habe ich ja eben schon quasi zu Philipp gesagt, ich letztes Jahr nicht mit ihm gespielt habe. Ich habe letztes Jahr auch gar nicht gespielt. Und ist natürlich trotzdem die Frage, warum ist es so weit nach oben gekommen jetzt? Es war letztes Jahr auf Platz 3, richtig. Weißt du? Du weißt, was es ist. Haus raus. Mage Knight. Richtig. Es ist Mage Knight, ganz einfach, weil ich vor allen Dingen jetzt von dem von dem Solo Manolo auf Twitter. Der hat sich jetzt lange, lange Zeit mit Mage Knight beschäftigt und der hatte auch einen Podcast dazu, glaube ich, gemacht oder macht. Na, bin ich nicht ganz sicher, will nicht, dass ich jetzt das Falsche sage, aber auf jeden Fall hat viele Bilder damit gepostet und da habe ich mich auch ein bisschen mit eingebracht dort und ich habe das Spiel sehr oft gesehen und jedes Mal, wo ich es gesehen habe, dachte ich so, Und es ist ganz einfach in meiner Gunst so weit oben und die Lust ganz einfach, dieses Spiel nochmal zu spielen jetzt wieder, ist auch am höchsten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ganz einfach, das nochmal auf den Tisch zu bringen. Ja. Es ist nach wie vor mit dieses Deckbuilding, was dort so krass gut umgesetzt ist, dann dieses Erkunden, diese riesengroße Welt, diese Möglichkeiten, die man dort hat, die spannenden Kämpfe, dieses Gedankenpuzzle, wenn man gegen irgendwelche Gegner kämpft, da aus seiner Kartenhand das Quäntchen, das letzte Optimum rauszuholen mit den verfügbaren, vielfältigen Mitteln, das ist einfach so eine spannende Aufgabe, die noch so präsent ist auch bei mir im Kopf, dass das eben halt ganz einfach allein aus der Erinnerung, allein aus den gespielten Partien so weit oben ist. Ich habe dich auch darum gebeten, dass du es mal wieder ins Spiel Ja. Weil wir haben es ja bisher noch einmal gespielt. Und das im Livestream. Im Livestream. Aber bist du sicher, dass das nicht im letzten Jahr war? Ist das noch länger her? Haben wir es nicht danach erst gespielt, nachdem du das letztes Jahr auf deiner... Das hat man noch in der alten Wohnung gespielt. Deswegen bin ich mir sicher, dass es eben halt länger als ein Jahr ist. Weil das war unsere bisher einzige Partie. Ja. Und ja. Bei mir ist der Funke halt nicht so umgesprungen. Deswegen würde ich es unglaublich gerne nochmal spielen, weil du feierst das ja krass. Und ich weiß auch, was du mit uns alles gespielt hast. Wenn du sagst, das ist für dich noch höher. Ja. Ich weiß halt nicht, ob 3 Spieler die ideale Spielerzahl dafür ist. Weil gefühlt in unserer ersten Partie war es halt so, jeder ist ein bisschen in der Richtung, der eine war in der richtigen Richtung, die andere nicht, vielleicht war es so die erste Szenario. Aber ich würde es auch gerne nochmal spielen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, reizt mich gar nicht. Also gerne, wenn du sagst, komm, dein Lieblingsspiel aufbauen. Das Problem ist die Spieldauer. Ja. Also die Zeit wirklich da, wenn wir haben ja das Einstiegsszenario gespielt, was dann nur über... ein Tag oder zwei Tage, Nacht ging. Und ein normales Szenario, was dann wirklich über
zwei Tage und zwei Nächte oder sogar drei geht, das geht dann halt einfach 8 Stunden lang. Also das ist dann halt einfach so ein Brecher. Und kann man nebenbei Twilight Imperium spielen? Ja, setzen wir fest daran und dann wahrscheinlich. Aber die Zeit vergeht wirklich bei diesem Spiel so schnell. Habe ich auch gehört. Das wie bei keinem anderen Spiel. Und deswegen gerne zeigen wir. Müssen wir noch mal irgendwie auf den Tisch bringen. Wirklich gerne. Müssen wir. Kriegst du uns dazu. Ja. Aber ich würde mich, glaube ich, nicht mal hinsetzen, mit den Regeln wieder. Nein, wenn die Regeln sind schon krass, ja, muss man schon sagen, auf jeden Fall. Cool. Ja, mein Platz 1. Es ist eigentlich auch klar. Es ist auch klar. Ja. Also es war letztes Jahr mit Ankündigung, es hat sich nichts daran geändert. Es ist bei mir nach wie vor absolut, triggert alles, was ich an dem guten Euro mag. Es ist Brass Birmingham. Ja. Wir haben es gar nicht, ja, wir zwei, das bin ich nicht sicher, wir haben es einmal zu dritt gespielt. Haben wir es seitdem nochmal gespielt? Ich glaube nicht. Du bist ja raus. Ich habe es einmal gespielt. Ich spiele es fast ausschließlich in Zweierkonstellation. Finde ich cool. Map skaliert ja darüber auch. Ich würde es auch gerne mal zu viert spielen, weil ja der ganze Markt sich ganz anders verhält. Mhm. Ist ja immer so, in dem Spiel, wer am meisten ausgibt, ist dann in der nächsten Runde quasi als letztes dran. Und bei einem Zweispieler ist das ja schon teilweise wichtig, weil du dann entweder gleich zweimal hintereinander dran bist oder halt immer ein zwischendrin. Das ist im Vierspielerspiel natürlich dann so, wenn du gerade Startspieler warst, sehr viel ausgegeben hast, bist du quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Züge erstmal ein anderer Spieler dran, ne? Bis du da ja, rankommst. Ja, und das ist ja so eine Art Area Control dann auch auf der Karte, dass da dann das wiederum eigentlich nicht eine andere spricht, Dynamik dann auch stattfindet, wenn man zu viel spielt. Dieses Wirtschaftsspiel, dieses Karten, die Karten zwingen dich, du musst dir deine Gedanken machen, du kannst nicht alles machen. Es ist immer so, dass es knapp fehlt. Es ist eigentlich ein Mangel, ohne dass du dich komplett in einem Mangelspiel fühlst, finde ich. Weil du schon immer was machen kannst. Und es macht auch Sinn, dann mal einen Kredit zu nehmen, um dann wieder was Schönes bauen zu können. Mhm. Und das Spiel, was sich da für mich halt auszeichnet, ist, du musst aus deinen wenig, du hast ein paar Möglichkeiten, du hast nicht diese unglaublich freie Welt, deswegen so ein bisschen der Zwiespalt zu Fest für Odin. Mhm. Das sind halt ganz unterschiedliche Welten. Ja. Bei Brass ist es dann wirklich halt so, vor allem gegen Ende des Spiels, du hast dann noch deine 6 Karten und jetzt überleg genau, was du damit machst, weil wenn du den Zug verschwendest, kann das Spiel entscheidend halt sein. Die müssen halt dann sitzen. Und deswegen denke ich auch, dass mir Wasserkraft sehr gut gefällt. Ich habe bisher erst eine Partie zu zweit würde ich es nicht nochmal spielen. Das müssen wir mal zu dritt mal spielen, okay, weil Wasserkraft so ein bisschen ähnlich sich anfühlt, ne? Ganz anders, aber schon so ein bisschen Mangel, so ein bisschen schauen, das machen die anderen, dass ich das gut einbringen kann, aber Brass wird bei mir unter Gunst nicht sinken, weil ich habe zu viele Partien davon jetzt gespielt, um dass ich jetzt mal irgendeine Seite entdecken könnte, die mir nicht gefällt bei dem Spiel. Ja, es war mir schon klar, nachdem jetzt eben Pandemic Legacy nicht auf Platz 1 war, dass es dann das ist, ja. Ja, krass. Also da ist mein Drang nicht ganz so hoch, das jetzt nochmal zu spielen, aber durchaus interessiert bin ich da auf jeden Fall, weil Partie damals war schon recht cool. Also ist schon echt mechanisch auch ein sehr, sehr cooles Spiel. Ja, bin ich mal wieder mit dabei. Cool. Ich glaube, du eher weniger, oder? Eher weniger. Okay. Gut, boah, wir haben es geschafft. Wir haben durchgehalten, die Kamera hält noch durch. Ich sehe da schon ein rotes Symbol oben. Also der Kamera ist offensichtlich auch schon etwas warm. Und bevor der zu warm ist, würde ich sagen, machen wir da doch jetzt einen langsamen Abschluss. Und ja, war grandiose Liste gewesen auf jeden Fall, Spaß fand ich. Also Listen hat ja jeder seine eigene gehabt und war wirklich auch spannend, eben zu sehen und auch zu erklären und selber sich zu überlegen, warum sind die einzelnen Spiele so unterschiedlich halt nach oben, nach unten gegangen. Wir hatten viele Neueinsteiger gehabt, also man merkt ja wirklich, wir spielen viele neue Sachen vor allen Dingen. Hm. Eher weniger beständige Sachen, die man im Regal hat, aber gut, das Problem haben wahrscheinlich halt viele, oder das heißt Problem, also es gibt ja viele, die halt immer viel Neues mitspielen und ja. Du hast angesprochen, Traditionen, die wir damit begonnen haben im letzten Jahr und dieses Jahr fortgesetzt haben und ich denke mal nächstes Jahr machen wir das auch weiter. Wird spannend. Dreimal ist es Brauchtum. Brauchtum, okay. Dann hoffen wir, dass es sich zu einem Brauchtum entwickelt und wir 2021 dann vielleicht auch mit in einer anderen Lage dann auch vielleicht irgendwie mit der Aussicht, dass da auch eine Messe in diesem Jahr dann wieder stattfinden wird, dann wieder ein Update bringen werden. Das wäre schön. Gut, wir danken auf jeden Fall fürs Zuschauen, dass ihr so fleißig bei den ganzen Teilen dran geblieben seid und
Bleibt gesund. Bleibt gesund und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.